1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Montagnacht, Freitemennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Hier live im Fernsehen, live im Radio. Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer für euch. 0800 220 5050, kostenfreie Faxnummer auch für euch. 0800 220 5051. Erste Anruferin heute Nacht und in dieser Woche, das ist die Sonja. Und Sonja ist 51 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Abend, Domian. Hallo. Um was geht's denn, Sonja? Ja, es ist eigentlich Folgendes. Ich habe vor 2,5 Jahren einen Mann kennengelernt, den ich sehr, sehr liebe. Er liebt auch mich. Ich habe ihn über so eine 190er-Nummer kennengelernt. Ich habe da so nebenbei gejobbt. Mhm. Ach so, du warst da aktiv als Telefonsexerin, ja, quasi. Ja, genau. Ach, und hast du einen Kunden kennengelernt? Und da habe ich ihn kennengelernt. Ich habe mich auch darauf eingelassen. Ach, das war ungewöhnlich, oder? Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe es halt getan. Ja. Und bin dann so alle 3-4 Wochen mal zu ihm gefahren. Mhm. Und habe dann innerhalb von einem Jahr alles aufgegeben in meiner alten Stadt. Mhm. Bin zu ihm gezogen. Auch den Telefonsex? Ja, den habe ich eigentlich, bevor ich ihn kennengelernt habe, wollte ich das schon immer machen, weil mich das halt so sehr belastet hat. Ja. Und ich bin dann zu ihm gezogen und ich wohne auch mittlerweile seit einem Jahr bei ihm, aber mhm. es ist halt so, er schläft mit mir nicht. Er schläft mit mir nur, wenn er was getrunken hat. Und das war am Anfang anders? Das war am Anfang ganz anders. Ja. Anfangs war es eigentlich so, dass er sich gefreut hat, wenn ich gekommen bin. Und ja. Und wie lange läuft das jetzt schon so, dass er keine Lust hat? Ja, seitdem ich jetzt bei ihm wohne. Das ist jetzt genau? Ja, ungefähr ein Jahr. Also ja. Ein bisschen länger als ein mhm. Jahr. Das ist ja schon eine lange Zeit. Ja, der liebt mich auch. Der tut alles für mich. Also mir geht's nicht immer so gut. Der macht alles für mich. Aber das Einzige, was er dann sagt, ja, ich kann mit dir nicht schlafen, die Nähe ist zu groß, also dass er da halt zu nah bei mir ist. Und ich denke mir, ich war halt die erste feste Beziehung für ihn. Wie alt ist er? 39. Ja. Ja, und es ist... Nein. Also ein Jahr habt ihr Sex miteinander gehabt, guten Sex. Ja. Alles im grünen Bereich. Ja. So, und dann sagt er plötzlich, weil du da wohnst, ist die Nähe zu groß und er kann keinen Sex mit dir haben. Ja. Das geht mir nicht so direkt in den Sinn. Ist aber so. Und ich leide halt darunter. Natürlich, verständlicherweise. Habt ihr ein gemeinsames Schlafzimmer? Ja, wir haben, also mein Freund hat eigentlich ein sehr kleines Apartment nur, also es ist ziemlich eng hier. Ja. Und er sagt dann, ja, er fühlt sich eingängig, du kannst dann in die Stadt gehen. Und das Problem ist auch für mich, ich kenne niemand hier. Mhm. Und streitet ihr so im Alltag auch viel? Wir streiten eigentlich relativ wenig, weil jeder von uns beiden also irgendwie gelernt hat, das alles zurückzustecken. Es war schon ein, zwei Mal die Polizei hier. Warum? Weil er mich da mal rausgeschmissen hat, ja. Und oh, dann hat sich aber einiges angestaut. Ja, es ist absolut schlimm und sie waren eigentlich meine letzte Lösung, wo ich jetzt mich hinwenden konnte. Ja. Übrigens, wir duzen uns hier. Ich duze dich ja auch, dann kannst ja, du okay. mich auch duzen. Wenn die Polizei schon da war und du sagst, wir schweigen und wir schlucken quasi so alles runter und reden da nicht viel miteinander. Mhm. Ja, wir sprechen. Also wir können gut miteinander diskutieren. Er redet auch mit mir, sagt mal zum Beispiel, ja, pass mal auf, ich möchte das gerne oder so. Und wenn ich ihn dann darauf anspreche und sage, hör mal, warum schläfst du mit mir nicht, sagt er, ich tue es, aber ich kann es nicht auf Kommando oder nicht heute oder morgen, sondern wenn er Lust hat. Aber das ist jetzt ist es wirklich ein ganzes Jahr her, dass er das letzte Mal mit dir geschlafen hat? Nein, das ist nicht ein ganzes Jahr her. In dem Jahr war es vielleicht 3 oder 4 Mal. 3 oder 4 Mal. Ja. Gut, aber das ist ja dann auch quasi nix, ne? Ja, das eben. Ist ja auch keine Frequenz. Wissen Sie, mir liegt, sag ich wieder, wir liegen miteinander im Bett, es liebt zu mir, aber es läuft nix. Das heißt, Zärtlichkeiten gibt es schon? Ja, gibt mir einen Kuss, er ruft mich am Tag 10 Mal an, wenn er auf der Arbeit ist, also alles. Mhm. Was war denn da eigentlich passiert, als die Polizei kam? Du sagst, er wollte dich rausschmeißen, was war denn davor weggegangen? Dann war dann halt so, ich bin dann ins Hotel gegangen. Und dann abends in die Kneipe, die ich hier kannte, weil das war die einzige Bezugsperson für mich, die Wirtin. Und er hat mich dann da abgeholt
Und ich habe aber schon geahnt, dass da irgendwas gelaufen ist. Und ich kam dann nach Hause mit ihm zusammen und da standen Kerzen hier und zwei Gläser Wein. Und da hatte man dann gesagt, er hätte so eine Frau angerufen, die auch gekommen wäre. So eine, wissen Sie, die man so ins Haus bestellen kann. Ja. Und es wäre dann nichts gelaufen, er hätte sich jemand gesucht, die total das Gegenteil von mir ist. Aber er konnte mich gar nicht schlimmer verletzen. Ja, verstehe ich. Und bei jeder Gelegenheit halt, wenn irgendwas ist, auch wenn ich mal zu meinen Kindern fahre, dann sehe ich das auf dem Telefonrechner, dass er halt wieder diese 190er-Nummern anruft. Also, ich glaube, Sonja, so wie du das jetzt geschildert hast, in den paar Minuten, sofern man das da einigermaßen einschätzen kann, dass der Mann, warum auch immer, zutiefst unzufrieden ist. Ist er auch, ne? das weiß ich. Mit der Situation. Und ihr beide offensichtlich nicht in der Lage seid, dieses ehrlich zu klären, was da los ist. Vielleicht aus Angst, auch den anderen zu verletzen. Ja, oder zu verlieren, würde ich Oder sagen. Zu verlieren, weil, wer weiß. Ist er denn jemand, er sagt schon, dass er dich mag. Und dass er das ist ein absolut Lieber, der liebt auch meine Kinder. Und ihm ist auch, also wenn er es denn ehrlich sagt, auch er ist auch interessiert an der Bindung, an der Verbindung. Ja, würde ich schon sagen, weil ich habe schon öfters versucht, mir eine Wohnung zu suchen. Er sagte, das brauchst du nicht. Ja, also da würde ich jetzt erstmal so ganz spontan sagen, wäre vielleicht gar nicht mal die falscheste Lösung. Erstmal so eine räumliche Trennung, um das Ganze räumlich auch zu entspannen. Wenn du das machen würdest und wenn das im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, finde ich das auf jeden Fall schon mal mit Sicherheit einen richtigen Schritt, wo man nichts falsch machen kann. Ja gut, so, aber... Das ist nur so eine Nebensache. Ich finde, das Allerwichtigste wäre, wenn ihr beide, wenn er willens auch ist, wenn ihr beide zu einer Beratung gehen würdet. Zu einem Paarberater, zu einer Beratungsstelle. Dass ein neutraler Mensch, so wie ich es jetzt in diesem Fall hier bin, da sitzt und mit euch beiden wirklich offen redet. Ich meine, er sagt dann immer, ich habe sie mir ja schon mal vorgeschlagen und er sagt dann wieder ja. Und ich habe halt bis jetzt noch nicht in diesem Ort, wo ich jetzt wohne, den richtigen Menschen gefunden, mit dem ich darüber reden kann. Also ich fresse das in mir rein und ich leide halt, also immens. Ja. So. Ich leide, weil ich liebe ihn auch. Ich habe im Hintergrund, vielleicht weißt du das, immer einen Psychologen oder eine Psychologin. Heute ist es die Elke. Ja. Ich möchte, dass wir jetzt gleich das Gespräch abbrechen. Dann wird die Elke dich anrufen und wird einen Ansprechpartner dir nennen in deiner Umgebung, an den du dich wenden kannst oder den ihr euch wenden könnt. Ich finde das wirklich die klügste Lösung, weil ich dann den Eindruck habe, dass ihr da in eurer Suppe liegt und irgendwie selbst da nicht rauskommt und von außen vielleicht ein Anschluss gut wäre, euch in irgendeiner Weise eine Klärung zu bringen. Ja, also wie gesagt, das war meine letzte Rettung, jetzt bei dir anzurufen, weil ich habe vieles versucht. Würde er das denn mitmachen? Ich denke mir schon, also wenn er den richtigen Menschen hat, an dem er sich anvertrauen kann, würde er es schon machen. So, dann macht das. Ihr habt überhaupt gar nichts zu verlieren. Ihr könnt auch direkt nach der ersten Sitzung sagen, nee, der labert uns zu viel blödes Zeug, da gehen wir nicht wieder hin. Und danach ist es dann auch nicht schlimmer, aber es ist ein Versuch. Und die Chance besteht, dass irgendetwas vielleicht auch für euch Positives in Bewegung kommt. So, jetzt legst du auf und Elke ruft dich an. Danke noch. Alles Gute, Sonja. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, draußen im Lande, wenn ihr gerne mit mir plaudern, reden, diskutieren, streiten, was auch immer wollt, dann meldet euch. 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051 oder E-Mailen unter domian@wdr.de. Hermine, 69 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Ich grüße dich. Ja, schönen guten Abend. Ja. Ja, ich rufe mal einmal an. Ich habe schon ein paar Mal versucht, aber ich komme ja schlecht durch. Aber heute hat es mal geklappt. Ja. Und zwar bin ich bei einer Partnervermittlung drin. Mhm. Ja. Und da bin ich seit Januar drin. Ja, das heißt, du suchst seit Januar einen Partner. Ja, mit 69 kann man das ja nicht, dass man nicht so alleine ist. Ja. Warum auch nicht? Nicht? Ja. Denke ich auch. Wie lange bist du schon alleine? Mein Mann ist verstorben 1994. Oh ja, das ist schon eine lange Zeit. Dann. Ja, nee, und eben jetzt kommt der Winter wieder und, und ich bin seit Januar, bin ich dieses Jahr da drin. Und ist schon ein bisschen irgendwie was rumgekommen? Nein. Gar nichts? Nein, das ist so, wenn ich, die Herren rufen alle bei mir nicht an. Wie kommt das? Ja, das weiß ich nicht. Wenn ich habe mal angerufen und da wollte mal einer kommen Wochenende und er ist nicht gekommen. Ja. Und dann habe ich da angerufen, hat er gesagt, ja, er hätte keine richtige Garderobe.
Der andere hat dann wieder gesagt... Was hast du ja geantwortet? Hast du hoffentlich geantwortet, ist doch nicht so schlimm. Sie müssen hier nicht mehr Smoking erscheinen oder so. Ja, nee, aber er meinte, er wäre ein bisschen dicker geworden. Ich meine, das hätte er ja auch dann schon vor einer Woche wissen können, wo er mir das zugesagt hat. Jetzt sag mir doch mal, damit ich das ein bisschen beurteilen kann. Was steht in der Annonce drin in dieser Heiratsvermittlung? Nee, Heiratsvermittlung, ja. Partnervermittlung. Na ja, da steht das so drin, da kam auch hier einer her, ich hatte da mal angerufen, da kam auch einer zu mir, der hat das aufgenommen und hat gesagt auch zu mir, dass das nicht so schnell geht. Nee, ich sagte, das muss ja auch nicht. Achso, da gibt es gar keine speziellen Formulierungen, so wie in der Zeitung, sondern du bist einfach ja, in der Kartei drin. Ja, nee, er hat das alles aufgenommen, so wie ich das möchte und wie ich mir das so vorstelle. Das hat er alles aufgenommen. Und was suchst du denn? In welchem Alter beispielsweise? Ja, so zwischen 72, 73. So in der Kante. Ja, so. Könnte aber auch ein bisschen jünger sein, oder? Nee, nicht so gern. Ach, 68 ging auch. Bitte? 68 ging auch. Ja, na klar, ja, das klar. Eine Jahr, ne? Ja, ja. Das ist nicht gerade 28. Oh nee, um Gottes Willen. Nein, Domian, das möchte ich dann. Wie viel haben sich denn jetzt seit Januar überhaupt mal geregelt? Bei mir hat sich überhaupt keiner gemeldet. Ich habe da immer angerufen. Gut, also mit wie viel hast du Kontakt? Und wenn ich da angerufen habe, denn der eine, der hatte Hemmung, der andere, der hat sich überhaupt nicht gemeldet. Da habe ich wieder bei dieser Firma angerufen. Da hieß es ja, der hätte sich den Arm gebrochen, aber das spielt doch alles keine Rolle. Mir kommt das alles so komisch. Mir auch. Vielleicht bist du da ganz einfach bei der falschen Firma. Ja, also ich meine, irgendwas, weißt du, warum ich dich anrufe? Ich rufe an, vielleicht sind da ja noch mehr Paare, die auch, ob männlich oder weiblich, sich an diese Firma mal gewandt haben und haben das Gleiche, erleben das Gleiche wie ich, dass man sich mal zusammentut. Ja, nun können wir nicht, das können wir rechtlich nicht, das geht nicht, wir können jetzt die Firma nicht nennen. Nee, eben. Nee, können wir nicht machen. Aber ehe wir uns jetzt endlos über diese Firma auseinandersetzen, wichtiger ist ja, dass du an Mann kommst. Ja, nun, das muss ja nicht, aber das muss ja auch seine Richtigkeit haben. Man kann ja nicht einfach so viel Geld aus dem Fenster schmeißen. Wie viel hast du dafür bezahlt? 900 und ein bisschen noch. Oh, und 250 Gebühren oder irgendwas. Und das muss man so vorher hinblättern? Bitte? Ich sag, das Geld muss man so vorher hinblättern? Nee, die schreiben die Kontonummer auf und dann buchen die das ab. Das war innerhalb von 2 Tagen abgebucht. Ja, das meine ich. Also man muss dann, auch bevor irgendetwas passiert ist, muss man das dann bezahlen. Ja. Also nicht erst, nachdem man dann einen Mann kennengelernt hat. Ja, genau. Das ist ein Ding. Ja, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Aber... Da wäre ich auch eher schon misstrauisch, sowas zu machen. Ja, bin ich auch. Ich hab schon mal zu der Firma gesagt, ich habe das Gefühl, dass die ihre Leute da aussuchen und dass sie dann dieses vorgeben immer. Ne? Guck mal, die haben jetzt dein Geld eingesackt. Ja, die haben sie eingesackt. Die haben doch gar keinen Anreiz mehr, dich weiter großartig zu bedienen. Nee, gar nicht. Und die annoncieren immer bei uns hier Umgebung in der Zeitung. Und da sind Herren drin, die eine Dame suchen und der Herr ist 72, der ist 74, der ist 73 und wir sind doch Kunden bei denen. Ja, vielleicht sollte man wirklich, ich sag das jetzt mal so, ohne das recherchiert zu haben, die Leute warnen, auch ältere Leute warnen, so etwas zu machen, wenn die vorab da richtig Geld hinlegen müssen, ohne eine Leistung bekommen zu haben, würde ich, wenn ich ein älterer Mensch wäre, oder auch jetzt in meinem Alter, würde ich nicht machen. Ich würde sagen, hier Freunde, halb. Vorher, ihr kriegt die erste Rate jetzt und wenn was gut gelaufen ist, kriegt ihr die zweite Rate. Ja. So, aber nun ist das Geld weg und dann kriegen wir auch nicht wieder. Aber wir wollen ja, dass es dir besser geht. Wie wär's denn mal, wenn du persönlich annoncieren würdest in der Zeitung? Ja, das ist ja nicht so teuer. Ja, das ist ja dann wieder immer sind das diese Partnervermittlung. Der muss ich ja wieder neu bezahlen. Nö, du könntest doch ganz normal eine Anzeige in deiner lokalen Zeitung aufgeben oder in einer größeren Zeitung. Das liest man ja immer wieder. Mhm. Das kostet dann, ich weiß nicht, das kostet aber nicht so viel. Und machst es ganz einfach mal, wer sich dann meldet darauf. Ja. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie so enttäuscht, dass sie mit ihre Kunden umspringen. Ja. Nee, ich meine, wenn ich so schnell mein Geld verdienen könnte. Ja. Also, es sei hier eine Warnung. Mach das auf keinen Fall nochmal mit so etwas. Nee. Ähm,
Ist es denn so schon, dass du richtig Sehnsucht nach einem Partner hast? Nein, gar nicht. Man will nur mal, dass man jemanden hat, dass man sich mal... Ich möchte ja auch nicht so umziehen, ja, dass ich jetzt zu dem Partner ziehe. Ja, nee, das muss... Ja, ja, das musste schon deine Umgebung sein. Das habe ich auch damals angegeben, ja, dass ich das nicht so gerne möchte. Hast du Kinder? Ja, die sind aber alle außer Haus. Und die sind auch mit solchen Aktionen einverstanden? Das wissen die nicht. Das wissen die gar nicht? Nee, das... Warum nicht? Ach nein, das... Erstmal abwarten. Schämst du dich? Bitte? Schämst du dich vor dem? Nein, nee, das nicht. Aber die sagen denn auch, wenn ich das jetzt gemacht habe, Mutti, wie kannst du sowas machen? Ja. Nicht? Ja, gut. Sagen die auch mich, warum besprichst du das nicht mal mit uns? Ja, gut. Jeder macht einen Fehler. Ja, aber das war ein großer Fehler. War ein großer Fehler. Ja. Und ist eine Menge Geld, die man auch nicht mal so schnell verdient hat. Oder du bist Rentnerin, die kriegt man auch nicht so schnell. Nee. Ich würde mal sagen, dumm gelaufen. Mhm. Ja, aber das gibt doch sicherlich Leute, die das jetzt hören. Sag mir doch mal, aus welchem Umkreis du anrufst. Noch ich Deutschland. Aus Bremen. Aus Bremen. Mhm. Ah ja, dann kann man das ja vielleicht schon ein bisschen eingrenzen. So, mhm. Bremen. Und du hast es jetzt ein bisschen erzählt, auch mit dem Preis. Vielleicht haben einiges gehört im Raum Bremen. Mensch, uns ist es genauso gegangen. Mhm. Wenn dem so ist, können die sich bei uns melden, per E-Mail oder per Fax. Ja. Und dann würden wir euch gern zusammenschließen und könnt ihr ein bisschen drüber reden. Ja, das wäre nett, ja, von dir. Das ist ja auch dein Anliegen, weswegen du angerufen hast. Ne? Ja, nee, ich wollte das auch gerne mal loswerden. Ja, das finde ich auch gut. Und ich habe gedacht, wenn da noch mehr Leute, ja, sind, die auch bei dieser, ja, Vermittlung sind und haben das Gleiche jetzt erlebt wie ich. Und eben auch als Warnung an andere, die das, ja, machen, genau, wollen. Ne? Genau, ja, genau, genau. Genau. Ja. So, Hermine, jetzt wollen wir hoffen, dass doch irgendwas passiert in der nächsten Zeit. Und ich wünsche dir dafür alles Gute und viel Glück. Ja, ich danke dir, Domi. Alles Gute. Ja, gut, dann. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Grit. Ja, hallo. Hallo, Grit. 31 Jahre alt. Ja. Und die Grit sollte mal schön mit dem Telefonhörer an den Mund gehen. Ja, mache ich doch eigentlich. Ja, es klackt so komisch. Um was geht's, Grit? Mein Telefon ist hier gerade am Ladekabel dran, deshalb wahrscheinlich. Vielleicht, ja, genau. Grit, um was geht's? Ja, ich habe vor über einem Jahr festgestellt, dass ich bisexuell veranlagt bin. Mhm. Bin allerdings mit dieser Freundin nicht mehr zusammen. Wie hast du es festgestellt? Ja, ist immer Zufall gewesen. Sie hat bei mir übernachtet und ja, da hat es halt gefunkt. Bist du denn zu der Zeit in einer Partnerschaft mit einem Mann gewesen? Bin ich immer noch. Bist du immer noch? Und seit 7 Jahren. Ja. Mhm. Er findet das nicht gut. Ja. Was? Er findet das nicht gut? Nein. Das heißt, du hast es ihm erzählt? Ja. Mhm. Nach geraumer Zeit. Ich habe mir es erst nicht getraut. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, also er soll es wissen, er muss es wissen. Ja. Aber so richtig angefreundet hat er sich nicht damit. Also erzähl mal weiter. Es gab den ersten Kontakt von einem Jahr. Wie verlief das dann? Ja, mehr platonisch wie alles andere. Wir haben zwar Küsschen hier, Küsschen da, ja, Küsschen streicheln und das war's eigentlich. Ja gut, das ist doch nicht bisexuell. Nee, aber die Sehnsucht nach mehr ist schon bedeutend. Ach so, es gab mit dieser Freundin keinen knallharten Sex. Nein. Und die Sehnsucht danach wurde immer schlimmer, also das war... Du hast gerade gesagt, sie hat bei uns übernachtet, bei mir übernachtet und da ist es dann passiert. Was ist denn da passiert? Ja, eigentlich weiter wie bis zum, sagen wir mal, handfesten Kuscheln ist es nicht gekommen, weil ja, ich habe zwei Kinder und die standen dann früh auf und da sag ich so, ne, ja, naja, alles nicht so toll gewesen. Ja. So, wie lange gab es diesen Kontakt dann? Ach, ein Dreivierteljahr. Und der ist dann von Seiten der anderen Frau eingestellt worden? Ja. Ja. So, und jetzt rufst du mich an. Warum rufst du mich an? Ja, es wird immer schlimmer und ja, Kontaktanzeigen auch, der absolute Reinfall. Aha, du bist also in einer festen Beziehung mit einem Mann seit vielen Jahren und, ja, gibst Kontaktanzeigen auf, dass du, Entschuldigung, dass du Frauen kennenlernen möchtest. Ja, eine Zeit lang habe ich nur selber gesucht in Kontaktanzeigen, das ist, mhm, aber dann entweder... Auch, dass man dann bei solchen Agenturen landet, wenn man nicht wirklich genau aufpasst. So wie wir es gerade gehört haben? Ja. Mhm. Und die versuchen einen zu ködern oder es sind eben wirklich, dass es von zu weit her ist, die Anschrift. Weil durch die zwei Kinder und durch meinen Freund bin ich, mhm, ja doch ortsgebunden. So, was suchst du denn da genau? Eine Frau fürs Bett, mhm, oder was?
Ein bisschen mehr, also nur Bett ist nicht mein Ding. Ich suche eigentlich jemand, der aufgrund, ja, lässt sich schlecht umschreiben, also eine wirklich feste Partnerin für sowas, aber wo es auch wirklich so ist, dass man auch freundschaftlich ein sehr enges Verhältnis hat. So, und was jeder ist, seine, was seine ist denn eigene, das? Was ist seine denn das? Eigene Wohnung hat. Ja, aber was ist denn das für eine Sache? Du bist doch in der Partnerschaft. Und annoncierst, dass du eine andere, auch eine andere Partnerschaft auch noch willst? Ja, nicht so als Partnerschaft, mehr als Freundschaftsbasis. Ja, gut. Ja, gut, aber eben, wenn man, dass ich jetzt nicht sage, gut, okay, ich mache jetzt einen Monatsstand mal mit der oder mal mit der, wenn es mich überkommt, sondern ich wirklich dafür sage, also dafür wirklich nur diese eine Person. Ja, ja, das habe ich alles schon verstanden. Aber es bleibt nach wie vor eine Nebenpartnerschaft neben deiner Hauptverbindung. Ja. Würdest du so nach einem Mann auch annoncieren? Muss ich dazu sagen, ich bin zurzeit mehr aus Pflichtgefühl noch ihm gegenüber, mit ihm zusammen wie alles andere. Aha. Schon falsch. Ja, ich glaube, dass die schlechteste Grundlage für eine Verbindung ist aus Pflichtgefühl. Pflicht, ja, oder Mitleid sind immer schlechte Ratgeber. Es ist wirklich Pflicht, weil, ja. Warum? Das kann ich so öffentlich nicht sagen. Wir haben da was abgemacht und daran muss ich mich halten. Und er hat ja auch von sich aus gesagt, wenn es gar nicht anders da ist, würde er auch mal mit mir in den Swingerclub fahren, dass ich denn dann mal, aber haben wir ausprobiert, ist auch nicht so easy. Ich habe zumindest nicht den Draht dann gefunden, vor allem auch nicht den Mut dann, jemand anzusprechen. Nun ist es für mich ein bisschen nebulös. Du möchtest nicht darüber sprechen, das akzeptiere ich auch. Dennoch eine Frage dazu. Wäre es auch nicht möglich, dass ihr euch räumlich etwas trennt? Das geht nicht? Du und dein Partner? Das haben wir schon. Ach, das habt ihr schon? Ihr wir sehen uns schon nur noch 2-3 Mal die Woche. Ach so. Na gut, dann ist es ja schon fast auseinander irgendwie. Ja. Und dennoch hat er etwas dagegen, wenn du so etwas eingehen würdest, eine Verbindung? Domian, er hat mich betrogen über einen längeren Zeitraum. Ja, das war nicht meine. Er hat mir anschließend aber Vorhaltung gemacht, wo ich ihm gesagt habe, du, hör zu, da ist eine Kirsche, mit der möchte ich ganz gerne, aber Also hat er mir noch Vorhaltung gemacht. Hat das keinen großen Stellenwert für dich, wenn er da rummault, weil... Nee, in der Hinsicht ganz bestimmt nicht. Also er kann mir viel sagen und... Also ist die Sache mit der Verbindung, mit der Beziehung, mit der langjährigen Beziehung quasi schon am sich auseinanderentwickeln? Ja. Dein Problem ist jetzt nur, dass du eine Freundin suchst und keine Freundin findest. Ja. Wo wohnst du denn? Also du brauchst keine Stadt zu nennen. Wohnst du in einem ländlichen Bereich oder eher in einer Großstadt? Ziemlich ländlich, achso. Ich wollte nämlich sagen, was willst du da groß mit Partnerschaftsvermittlung und Annoncen? Geh einfach mal auf die Rolle. Aber wenn du ländlich wohnst... Das mache ich jetzt auch schon seit einem Jahr. Aha. Aber das ist auch nicht. Also ich war jetzt am Wochenende erst auf der Walze. Ja. Und habe dort auch so mitbekommen, wer da wo wie veranlagt ist. Mhm. Und das war eine ganze Gruppe, das waren über 15... Ja, ich sag mal, in meinen Augen Mädchen. Hm. Und die haben da so einen Zicken-Alarm veranstaltet, weil die eine eifersüchtig auf die andere war und alles. Wie weit entfernt wohnst du denn von der nächsten Großstadt? Ja, also mit dem Zug, ein Stündchen. Naja, Auto hast du nicht. Nee. Und gut, ich muss ja auch jedes Mal 2 Kinder unterbringen. Ja, dann ist es schon wirklich schwierig, das sehe ich ein. Dann sehe ich es ein, da kannst du nicht immer jede Nacht oder jedes Wochenende irgendwie, jede Nacht sowieso nicht, aber am Wochenende auf die Rolle gehen. Also, die Hermine sucht einen Mann und du suchst eine Frau. Ja. Können wir euch natürlich nicht bei helfen, das ist klar, ne? Zurzeit bin ich dabei, meinen Frust in einem Buch zu verfassen. Mein Frust und vor allem auch die Sehnsucht, weil es ist mittlerweile schon so, wenn mich mein Freund anfasst und streichelt, mache ich die Augen zu und stelle mir wirklich schon vor, es wäre eine Frau. Also es wird immer heftiger. Ja, dann würde ich mich gar nicht mehr streicheln lassen von dem Freund. Ja, das ist, aber ab und zu die Sehnsucht nach ein bisschen Nähe und Geborgenheit ist ja noch da, das ist es ja. So, jetzt wünsche ich dir, dass sich dieses endgültig entfusselt mit deinem Partner. Wie gesagt, du möchtest ja nicht weiter darüber sprechen, was euch da miteinander verbindet. Das ist, glaube ich, die allererste Grundvoraussetzung für ein neues Leben. Du bist ja jetzt 31, Mensch.
was jetzt die lesbische, die bisexuelle Verbindung anbelangt, ja, ich meine, man muss auch ein bisschen geduldig sein. Du hast es erst vor einem Jahr zart erkannt. Manchmal muss man halt auch eine ganze Weile warten, ehe man einen guten Partner findet. Ja, also direkt auf Suche, also jetzt so mit dem Argument, ich gehe heute los und heute muss ich einen finden, das habe ich sowieso, also das fällt aus. Das ja. Entweder es trifft da Zufall oder es trifft da nicht. Ja, so würde ich es auch sehen. Aber die Bereitschaft muss natürlich da sein. Es schneit einem auch niemanden in die Wohnung rein. Also ein bisschen was muss man dafür tun. Rausgehen muss man schon. So sehe ich es auch. Gut, ich drücke dir die Daumen. Für, das ist ja ein ganz neues Leben dann, was dann unter Umständen passiert bei dir demnächst. Ja, ich würde mich auch sehr drauf freuen, wenn es klappt. Ja. Und dir nochmal einen Riesenlob an deine Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Alles Gute. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. David, 24. Hallo. Hallo David. Ja, hallo Domian. Du klingst aber schön nahe. Eine gute Leitung. Ist so besser? Ja, ist gut. Ist eine gute Telefonleitung, ja. Ach so, gute Leitung, okay. Ja, also ich habe was ganz Kurioses erlebt und zwar war das letzte Woche. Ich bin in meine Wohnung reingekommen, also ich habe so eine kleine Studentenbude und ich sehe auf einmal in der Mitte meines Zimmers ein, ja, so blöd es klingt, einen aufgeschnittenen, kleinen Beutel Mehl liegen, der in der Mitte aufgeschnitten war mit einem Messer, wo dann die Hälfte Mehl so raus war. Und ja, das Absurde ist, ich habe ihn da nicht hingetan. In deinem Zimmer, in der Mitte? Ja, ja, genau. Auf dem Boden? Ja, genau. Also ich habe da so ein kleines Zimmerchen, das ist eine Einzimmerwohnung. Ein kleiner Beutel Mehl? Ja, ja, genau. Wie groß ist der Beutel? Also das ist so ein, ja, wie man den halt so kennt, diesen üblichen... Ich kenne keine kleinen Beutel Mehl. so ein Päckchen Mehl oder was? Und so ein Päckchen, was man kauft. Ja, genau, genau, so ein Päckchen, das man ganz normal im Supermarkt kaufen kann. Ach so, ja, ja, ja. Und ich habe wirklich einen Schock bekommen. Ich meine... Hat jemand einen Schlüssel zu der Wohnung? Nein, also das ist ja nämlich gerade auch die Sache, die mir auch wirklich schon ein bisschen Angst macht. Also ich habe nur den Schlüssel und ja, der Vermieter halt. Und mit dem Vermieter habe ich auch schon gesprochen. Das ist ein älterer Mann, der auch hier in der Stadt wohnt. Der wahrscheinlich hat der Spaß am Schabernack. Ja. Und legt seinen Mietern immer so kleine Beutelchen voll aufgeschlitzten Mehl in die Wohnung. Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt wirklich kaum vorstellen. Also das ist jemand, der der ist wirklich schon, ja, ich würde sagen, schon sehr alt und also ich kann es mir einfach wirklich nicht vorstellen. Also es ist auch jemand, wenn zum Beispiel mal so Sachen an der Wohnung sind oder so, der auch selbst eigentlich nie vorbeikommt, der ja, weiß ich nicht, und warum sollte er das machen? Und beziehungsweise ich frage mich auch, Wer macht sowas überhaupt? Was soll das? Das ist schon jetzt sehr skurril. Ja, ja, natürlich. Wir unterhalten uns darüber, dass du in deine Wohnung kommst und da liegt eine aufgeschlitzte Packung Mehl. Ja, ja, genau. Also das war das Mehl ein bisschen verteilt rundherum oder war es nur aufgeschlitzt? Ja, wie gesagt, also es war so diagonal halt, so ein, ich schätze mal mit einem Messer oder so, halt ein Riss drin. Und ja, ein großer Teil des Inhaltes war auch schon wohl draußen. Und es war wirklich richtig so aufgebaut in der Mitte des Zimmers. Weit verstreut rundherum? Nein, das geht eigentlich so ein Häufchen, das da so rauskam. Ich habe jetzt gerade die Assoziation gehabt, Voodoo. Ja, ja, also es hat wirklich fast sowas Mystisches oder sowas, also wirklich sowas ganz Skurriles oder auch wirklich wie so ein Symbol stand das da auch. Aber wie gesagt, das Unheimliche ist ja wirklich, dass auch jemand in meiner Wohnung war. Und vielleicht gibt es Vormieter, die einen Schlüssel auch noch besitzen oder einen Schlüssel zurückbehalten haben bei der Wohnungsübergabe, kann ja sein. Darüber habe ich mit dem Vermieter auch gesprochen. Also das ist nicht so. Also es gab halt nur diese zwei Schlüssel zu meiner Wohnung. Den einen hat ja für den Notfall noch der Vermieter und den anderen habe ich auch. Aber vielleicht hat sich derjenige, der da früher drin gewohnt hat, einen nachmachen lassen. Und der ist jetzt irgendwie irgendwo noch. Ja, aber wieso sollte der irgendwie mal... Ja gut. Das ist der Teufel, was dahinter steckt. Hast du dir das dann mal ein bisschen genauer angeguckt? Hast du sonst irgendwelche Spuren entdeckt? Nee, überhaupt nicht. Also es war ja auch halt, ist ja auch sonst nichts beschädigt worden oder nichts abhanden gekommen. Und ich bin halt trotzdem auch zur Polizei gegangen natürlich. Also ich will dir sagen, wenn das wirklich so ist und du hast alles abgeklärt, es klingt so ein bisschen albern, über was wir uns hier unterhalten. Ja, natürlich. Aber, nein, lass mich sagen, wenn das wirklich so ist, und ich stelle mir gerade vor, das wäre in meiner Wohnung, und ich wäre 1000%ig sicher, da kommt niemand für in Frage, das kann nicht sein, dann wäre mir das auch gruselig.
Ja. Oder dubios irgendwie, gruselig, dubios. Es ist so albern irgendwie. Was bedeutet das, ein aufgeschlitzter Mehlbeutel? Ja, das ist es ja. Und ich meine, ich denke mir sowas ja auch irgendwie nicht aus. Ich meine, so war... Also ich was weiß, hast du nimmst du Drogen? Nein. Wirklich, also das ja, haben mich auch schon Leute gefragt, beziehungsweise auch Freunde, denen ich das erzählt habe, die haben das nicht abgenommen und dachten, dass du irgendwie im Tran und Wahn das selbst gemacht hast. Ja, wirklich, also das ist ja gerade die Sache, die mich auch beängstigt. Mhm. Also es ist, also so bin ich, weiß es wirklich nicht. Was sagt die Polizei? Ja, also ich bin erst da gewesen und dort hat halt auch jemand meine Personalien aufgenommen. Also die haben mich natürlich dann auch ein bisschen merkwürdig angeguckt. Mhm. Aber ja, eine Anzeige gegen Unbekannt läuft auch wohl schon. Ich glaube, dass ganz viele Leute jetzt zuhören, die werden denken, was quatscht der da? Was für ein Unsinn. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Aber ja. Was soll ich machen? Auch Freunde, denen ich das erzählt habe, wie gesagt, die haben mich auch für bekloppt erklärt. Gut, jetzt lass uns ganz logisch drüber nachdenken. Du hast jetzt alles schon unternommen. Was kann man machen? Erstmal kann man gar nichts machen. Ich würde mit dem Vermieter sprechen und das Schloss austauschen, dass du einen anderen Schlüssel kriegst und einfach abwarten, was dann passiert. Ja, also ich habe auch schon halt überlegt, ja, das Schloss halt auswechseln zu lassen ganz. So sagte ich es gerade, ja. Ja, genau. Achso, ja. Ich dachte jetzt nur, ja klar, alles klar. Ja, und wie gesagt, jetzt bin ich auch nicht in der Wohnung, weil, wie gesagt, mir ist das halt auch schon, also ich finde es schon ziemlich gruselig. Ja, aber das ist doch schon mal die Lösung. Wenn ein neues Schloss drin ist, das ist doch schon mal eine Sicherheit. Ja, ja, aber ich frage mich irgendwie, wenn jemand auch so in die Wohnung kommen kann, es muss ja nicht sein, dass er unbedingt genau diesen Schlüssel hat. Mhm. Oder wohnst du unten? Sonst auch. Das ist ja dritter Stock. Naja, das ist... Ja, aber dann, es kann trotzdem sein, dass dann dennoch später jemand auch diese Tür öffnen kann. Oder beziehungsweise jemand, der, ich weiß nicht mehr. Da musst du ausziehen. Ja. Da musst du ausziehen. Da komme ich mir auch, ehrlich gesagt, blöd vor, weil auf einmal... Ja, wegen einem Beutel Mehl würde ich auch noch nicht ausziehen. Ja. Also, Schlösser wechseln und die Sache weiter heiß beobachten und wir telefonieren nochmal miteinander. Ja. Ich hoffe, dass dann nicht da ein Beutel Zucker gelegen hat oder so. Ja. Vielleicht ist es ja doch irgendein übler Scherz und das... Ja, das ist stimmt. Irgendwas. Meine, vielleicht erklärt es sich dann doch auch noch. Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Aber ich frage mich natürlich, wer ist es einmal und was soll das? Weil kann ich dir nicht beantworten. Ja, natürlich nicht. Nee. Also, wir sagen mal so, wenn ich nichts mehr von dir höre, hat sich die Sache geklärt. Hm. Ansonsten wirst du dich mal bei uns melden. Wenn du telefonisch nicht durchkommst, dann bitte mailen, rufen wir zurück. Hm, alles klar. Ja? Und wechsel die Schlösser aus. Ja, das läuft sowieso schon. Jetzt klingt das Telefon. Ja. Tschüss, David. Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mailt oder faxt, dann schreibt bitte eure Telefonnummer drauf, weil wir euch natürlich sonst nicht schnell zurückrufen können. domian@wdr.de oder die Faxnummer 0800 220 50 51. Renate, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Renate. Warum ich anrufe, ja. Wollte ich nicht wissen. Und zwar ist es so, dass ich mich gerade von meinem Freund getrennt habe. Wir waren 3 Jahre zusammen. Wann? Was hast du gerade? Jetzt so vor ein paar Tagen irgendwie endgültig und eigentlich sind wir schon seit 3 Monaten nicht mehr wirklich zusammen. Mhm. Und du sagst gerade 3 Jahre zusammen? Ja, es war halt meine erste Beziehung. Mhm. Und haben uns halt getrennt, weil, also im Endeffekt denke ich, weil wir halt keinen Sex miteinander hatten. Mhm. Und das ging aber halt von mir aus, dass ich das einfach nicht wollte irgendwie. Und dass ich da halt immer Probleme mit hatte. Und immer oder nur die letzte Zeit? Ja, also, was heißt also 3 Jahre, davon bestimmt 2 oder 1,5 irgendwie, dass das nicht funktioniert hat. Und warum? Woran lag das? Warum hast du keine Lust, mit ihm zu schlafen? Kann ich genau sagen. Also es war, wir haben das natürlich dann versucht irgendwie und es war ganz oft so, dass irgendwie während wir dann dabei waren, miteinander zu schlafen, ich dann von der einen Sekunde auf die andere irgendwie dann keine Lust mehr hatte, weil das halt abstoßend fand und das dann halt nicht mehr wollte und ihn dann weggestoßen habe oder so. Also zwischen keine Lust mehr haben und abstoßend finden, ist ja schon ein großer Unterschied, ne? Also es war so krass, dass du es sogar ekelhaft fandest. Teilweise schon, ja. Erzähl mal weiter. Ich weiß nicht. Und er hat also auch eigentlich immer ganz gut reagiert. Also er hat nie irgendwie ich habe mich im Endeffekt auch getrennt und nicht er und einfach weil ich ihm das auch nicht mehr zumuten wollte, dass das so weitergeht. Mhm. Hast du denn während dieser Zeit andere sexuelle Sehnsüchte gehabt, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist oder warst? Nein. Gar nicht?
Kein Bock auf Sex? Ganz selten. Also ich glaube, das kann man so an zwei Händen abzählen. Ja. Das heißt, du onanierst auch nicht? Du hast nicht onaniert? Gar nicht? Nein. Mhm. Früher auch nicht? Nee. Mhm. Warum nicht? Ich denke da gar nicht dran. Also mir kommt es halt einfach, mir kommt es auch gar nicht in den Sinn irgendwie. Mhm. Ich habe also überhaupt kein Verlangen danach. Ja. Das erste Jahr, als du mit deinem Freund zusammen warst, lief das denn da schöner? Ja, da war es natürlich noch was Neues, ne? Das war ja dann auch der erste Freund und ja, halt, dass man Erfahrungen gesammelt hat. Und ja gut, aber hat es dir Spaß gemacht, wenn ihr dann Sex miteinander hattet? Oder eher auch nicht so? Doch, also teilweise schon, ja. So weit, dass du auch zu einem Orgasmus gekommen bist? Ja, ich glaube einmal oder zweimal vielleicht. Mhm. Ja. Gut, aber dann hast du es ja schon mal so erlebt oder einmal ein bisschen erlebt, was das so für ein Gefühl ist. Hat dich das denn dann doch nicht mehr interessiert, dass du dachtest, das möchte ich öfter erleben und das finde ich schön? Und ich aber ich hatte halt immer Angst, mich dann so weit darauf einzulassen irgendwie. Oder halt irgendwie, weil es halt so oft nicht geklappt hat, dann halt, dass ich dann Angst hatte, dass es jetzt bestimmt auch nicht mehr klappt oder so. Weil ich bin von mir aus halt auch selten auf den Gedanken gekommen, irgendwie jetzt so auf ihn zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie mit dir schlafen oder so. Ja. Das kam eigentlich dann immer, wenn dann, von ihm aus. Ja. Hast du ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du dich von ihm getrennt hast? Nee, eigentlich nicht. Weil es gab halt sonst noch familiäre Probleme und das habe ich alles auch einfach nicht mal unter einen Hut bekommen. Und ja. Fandst du denn, gab es denn wenigstens Zärtlichkeiten zwischen euch, wenn ihr auch keinen Sex hattet? Oder ja, wie? Das auf jeden Fall. Also das wollte ich auch. Er war halt dann auch so eine Art Familienersatz so ein bisschen. Und wie weit gingen denn die Zärtlichkeiten? Oder? Also so streicheln, intensiv streicheln oder gab es das, intensive Streicheln? Das meine ich so mit Zärtlichkeiten. Ja, nicht so. Dann schon eher nicht. Ne. Küssen auch nicht. Ja, das schon, aber da wollte ich das dann teilweise auch nicht. Also du hast es dann mitgemacht. Ja. Klingt so, also gar keinen Bock auf so körperliche Sachen. Ja, finde ich. Ich finde es halt auch irgendwie schade, so, weil ich mir denke, dass es irgendwie nicht sein kann. So alt bin ich ja noch nicht. Irgendwie, warum? Ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, wie kommt das eigentlich? Ich glaube ja, dass das nicht normal ist. Ich glaube, dass man schon gerade natürlich in dem Alter mit 19 so schon Bock drauf hat und auch so Sehnsucht hat nach sowas. Und wenn man da so blockiert ist, hat das ja eine Ursache. Warum ist Mann oder Frau, oft sind es ja Frauen, so blockiert? Ja, es ist so. Ja. Oftmals sind traurige biografische Dinge daran schuld. Oftmals ist es die Erziehung mit sehr krassen... Ja, ich denke, das spielt da bestimmt eine Rolle, aber ich kann... Also ich meine... Was denkst du denn so generell zu Sexualität? Findest du Sexualität was Natürliches, wo du sagst, ist okay? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch kein Problem, irgendwie darüber zu reden oder irgendwie mir darüber Gedanken zu machen oder ich weiß auch nicht. Also das ist es alles nicht. Aber wenn es dann um mich geht und das an mich ranzulassen, so, dann ich weiß nicht. Also. Gibt es denn, Renate... Ist das dein richtiger Name eigentlich? Ja. Ja. Nee, ich wundere mich, weil das ein ungewöhnlicher Name ist für jemanden, der 19 ist. Du bist auch nicht sehr streng oder religiös erzogen worden? Ich bin schon religiös erzogen worden, aber das hat jetzt keinen besonderen Einfluss auf mich genommen. Ich habe mich da schon abgekapselt von mir. Ja. Gibt es Situationen, wo du dich doch ertappst, vielleicht so ganz hauchdünn, so ganz zart, dass du irgendwie so einen erotischen Gedanken hast, dass du jemanden auf der Straße siehst oder eine Situation vielleicht in einem Film oder so, wo du so eher wärmere Gefühle auch ein bisschen kriegst? Gibt's das manchmal? Ja, das passiert schon. Also auch, dann weiß nicht, wenn mir dann irgendjemand gefällt oder so, dass ich dann so weit darüber nachdenke, irgendwie, ne? Also diese Gedankenfolge irgendwie ausübe oder so, wie es dazu kommen könnte oder so. Gefallen dir nur Männer oder Frauen? Nur eigentlich Männer, doch. Ja. Ja, ist ja auch eine Überlegung, ne? Vielleicht bist du bisexuell oder lesbisch und das ist noch alles so verschüttet in dir, dass es das vielleicht blockiert. Kann man ja auch drüber nachdenken. Ja, also habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber also ich habe auch schon Freundinnen, ich meine, wie man das wahrscheinlich gemacht hat, Freundinnen geküsst oder so, aber das war alles nicht so. Ja. Ist auch schon länger her. Und ja. Gab es in der Kindheit oder früher also jetzt ein bisschen jünger warst, vor einigen Jahren, irgendwie was Unangenehmes in Sachen Sexualität? Irgendwie hat dich mal jemand angegrapscht als Kind oder irgend sowas? Ja, mir ist einmal was passiert, aber da war ich irgendwie 13 oder so. Da war dann, aber das war eigentlich eher nebensächlich irgendwie. Da hat mir dann jemand an die Brust gefasst, irgendwie so ein
Security-Mensch oder so, aber das war also nebensächlich wirklich. Ja, also keine Vergewaltigung oder sowas. Nein, sowas war es nicht. Wie wärst du, wenn du dich selbst ein bisschen mehr erstmal trainierst? Ich habe ja immer die These, und ich glaube, dass ich da auch richtig liege, und viele Frauen bestätigen das mir auch immer wieder, dass du erstmal zu dir, zu deiner Sexualität ganz persönlich für dich finden musst, ohne einen Partner. Ja. Ich wage es immer zu bezweifeln, dass eine Frau wirklich guten und entspannten Sex mit einem Mann haben kann, oder eben auch mit einer Frau, egal, wenn sie das mit sich selbst nicht kann. Das betrifft die Männer übrigens genauso. Dass man muss ja den eigenen Körper erstmal erkunden, man muss ja Lust, eine eigene Lust auch haben. Vielleicht wäre das so ein Weg, dass du da doch einfach mal ein bisschen mehr so in dich reinhorchst und die Situation, wo du dann so in eine Stimmung kommst, dann die doch ein bisschen mehr vielleicht ausgräbst auch aus dir heraus. Ja, da habe ich halt irgendwie also halt Angst vor oder so, aber warum dazu bin Angst? Ich mir halt selbst viel zu fremd irgendwie. Also ich weiß auch ja, nicht. Da kann man, das bin dann irgendwie nicht ich, das ist dann, gehört dann irgendwie nicht zu mir. Siehst du, aber da muss man was dran ändern. Das bist du. Du bist auch deine Sexualität. Und wenn es dir gelingt, dir immer wenn du es möchtest, dir selbst einen schönen Orgasmus zu bereiten, sind wir schon ein paar Schritte weiter. Erhebliche Schritte weiter. Warum ist dir das fremd? Ich weiß nicht, also es ist halt so, dass ich mich halt, also der Mensch, den ich dann im Spiegel sehe oder so, das kann ich dann nicht als mich identifizieren irgendwie. Das ist dann einfach irgendwie jemand anders. Ist dieser jemand anders dir unangenehm? Bitte? Ist dieser jemand anders dir unangenehm? Ja, nicht unangenehm, aber fremd halt. Das ist dann, das weiß ich nicht, dieser Mensch, der ich in meinem Kopf bin irgendwie, der denkt und spricht etc., ist halt jemand anders als dann irgendwie dieser Körper, der mir dann irgendwie erscheint. So. Ist das so eine richtige Angst, so diese Barriere zu überschreiten? Mich jetzt anzufassen oder ja, eine Angst nicht, aber eine Hemmschwelle. Also ich empfinde da halt nicht wirklich was bei. Es ist halt nicht irgendwie, ich weiß auch nicht. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Vielleicht empfindest du deshalb nichts, weil dir das so fremd ist. Und weil es dir fremd ist, traust du dich nicht ranzugehen oder und so weiter. Ja, klar. Ich glaube, da liegt der Kasus Knacktus. Da ist es. Und die Frage ist es, warum ist das so? Das können wir natürlich jetzt hier nicht erörtern. Gute Frage. Ja, das ist die Hauptgrundfrage. Warum ist da diese Trennung in dir zwischen der einen Person und der anderen Person, die das alles unterbindet? Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Du sprichst jetzt mal noch ein bisschen von Frau zu Frau mit meiner Psychologin. Und so mein Tipp von außen ist einfach, versuch doch mal, vielleicht wird die Elke dir auch gleich noch in der Richtung was sagen, diesen Weg erstmal für dich alleine zu gehen, nämlich die Selbsterkundung deiner Sexualität. Ich bin hundertprozentig sicher, dass es dann mit anderen, mit Partnern auch besser funktioniert. Alles klar. Du legst auf und Elke ruft dich an. Okay. Renate, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 37 Jahre alt ist die Helga. Und die ist jetzt hier, bei mir. Ja, hallo Domian. Hallo Helga, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Ich komme über den Tod meines Sohnes nicht weg. Wie alt ist der Sohn geworden? 10. 10 Jahre? Ja. Was ist genau passiert, Helga? Der ist mit dem Fahrrad über den Hügel gefahren und ist mit dem Vorderrad womöglich ins Loch reingegangen und hat sich das Lenkrad in die Leber reingeschlagen. Und der hat einen Bluterguss in der Leber erlitten. Der ist dann so weit fortgeschritten, dass er geplatzt ist. Und dadurch mussten sie ihn mitten in der Nacht zweimal notoperieren. Ja. Die Blutung haben sie dann gestillt bekommen. Ja. Nach 3 Tagen wurde er dann wieder operiert. Die Bauchlappen sind rausgekommen. Das sah eigentlich alles gut aus. Und nach 10, 15 Minuten habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Sohn eine Lungenembolie bekam. Und daran dann verstorben ist. Den haben sie dann erstmal versucht zur Wiederbelebung mit Elektroschock. Ja. Das funktionierte aber nicht, weil sich ein Blutpröppchen abgesetzt hat und das zum Herzen gewandert ist. Mhm. Und dann mussten sie ihn den Brustkorb aufschneiden und haben das Blutpröppchen erstmal rausgesorgt. Mhm. Und die Wiederbelebung hat zu lange gedauert und da wurde das Gehirn nicht mehr vollständig mit Sauerstoff versorgt und daran ist er dann gestorben. Wie lange liegt das zurück? 3 Monate. 3 Monate.
war das dein einziges Kind? Nein, ich habe noch ein Kind hier zu Hause, das ist aber 20 Monate. Ja. Lebst du mit dem Vater der Kinder zusammen oder bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Alleinerziehend. Mhm. Nur der Vater von dem letzten Kind, was ich jetzt habe, der hat ein eigenes Haus. Der lebt nicht selbst persönlich bei mir. Ja. Von denen habe ich mich jetzt auch getrennt, ja, weil wir waren fast 7 Jahre zusammen. Ja. Aber weil das eben mit meinem Sohn dazwischen kam, habe ich mich verändert und er. Und das funktioniert irgendwie nicht mehr zwischen uns beiden. Mhm. Warst du dann nochmal bei ihm im Krankenhaus? Hast du ihn auch nochmal gesehen? Hast du Abschied nehmen können? Sozusagen, weil ich war jeden Tag da. Ja. Ich bin immer nur nach Dortmund hingefahren. Ja. Ich habe auch eine Nacht bei ihm übernachtet, wo er schon tot war, um Abschied zu nehmen von den Jungen, was mir natürlich auch sehr schwer fiel. Ne? Ja. Ich meine, wenn ich keine Unterstützung von meiner Freundin gehabt hätte, dann wäre ich da im Krankenhaus zusammengebrochen. Es war ein ganz fürchterlich tragischer Unfall, ne, kann man sagen. Ja. Dieses, was du gerade beschrieben hast, der Unfall mit dem Fahrrad. Du sagst, die Freundin ist sehr auf deiner Seite. Gibt es denn sonst noch Menschen, die dir so ein bisschen nahestehen und mit denen du auch sprechen kannst über dieses ungeheure Unglück? Ja, mit meinem Freund weniger, weil er hat auch Probleme, weil er hat einen Bruder, der ist auch sehr krank. Mit ihm kann ich nicht darüber sprechen, weil er sich ja natürlich auch um seinen Bruder kümmern muss. Ja. Nach meiner Freundin kann ich auch nicht so oft hin. Ja, jetzt habe ich mir schon eine Ärztin aufgesucht, bei der ich hingehe. Ja. Jetzt versuche ich natürlich auch noch für verwaiste Eltern eine Stelle zu finden, ja, das wo ist ich hingehen kann. Eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die ein Kind verloren haben. Ja. Ja, das finde ich auch eine gute Entscheidung, dass du das, dass du da hingehen möchtest. Ich glaube, dass das eine richtige Sache ist. Ja, nur das Problem ist, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Bis jetzt hast du nichts gefunden und du bist alleine mit dem Unglück, letztendlich. Ja. Du sitzt zu Hause, irgendwann bist du allein und hast ein kleines Kind bei dir. Gibt dir das kleine Kind kann das einen Trost geben oder sind das zwei ganz verschiedene Welten? Nee, er kann mir schon Trost geben. Ich meine, wenn ich anfange zu weinen, dann kommt mein Kleiner auch schon an und nimmt mich in den Arm. Mhm. Als ob er damit sagen wollte, ja, sei nicht so traurig, ich bin ja hier. Mhm. Aber der Kleine, der versteht das ja noch nicht so richtig, was abläuft. Nein. War in den letzten 3 Monaten oder gar direkt am Anfang, nachdem der Junge verstorben war, die Verzweiflung bei dir so groß, dass du selbst auch darüber nachgedacht hast, dir das Leben zu nehmen? Daran habe ich auch schon gedacht, ja. Aber ich habe immer nur daran gedacht, wenn ich den Kleinen nicht hätte, hätte ich das womöglich schon gemacht. Ja. Aber da ich ja den Kleinen noch habe, muss ich ja für ihn auch da sein. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, er braucht ja seine Mutter. Ja. Das wäre ja eine weitere Katastrophe, wenn du ihm seine Mutter nehmen würdest. Ja, das ist es ja. Wie trauerst du? Gehst du oft zum Friedhof zum Beispiel? Also wenn das Wetter eigentlich gut ist, bin ich jeden Tag da. Mhm. Ich zünde Kerzen an bei ihm auf dem Grab, ja, stelle mich dahin, unterhalte mich mit den Jungen. Sprichst auch mit ihm? Ja. Wie hast du das so in der Wohnung gemacht? Hast du deine Sachen noch oder hast du das alles weggeräumt? Ich meine, einige Teile von ihnen habe ich noch. Die hebe ich auch für meinen Kleinen auf. Mhm. Ich meine, es dauert zwar, bis er da reinwächst. Mhm. Ich habe auch Bilder meines Sohnes hier an der Wände hängen. Mhm. Ich spreche mit die Bilder. Ja. Wenn ich abends zu Bett gehe, sage ich ihm gute Nacht und alles. Ich schreibe Briefe an ihn, schreibe meine Gefühle ihm auf, die mir gerade so in den Sinn kommen, um das eigentlich besser zu verkraften, was jetzt passiert ist. Finde ich übrigens auch eine sehr gute Sache, dieses Aufschreiben. Weil ich denke, dass das schon deiner Seele, die Seele etwas entlädt und etwas erleichtert, alles. Mhm. Ein wenig, sofern man davon Erleichterung sprechen kann. Wie war denn deine Beziehung zu dem Jungen? Eigentlich ganz gut. Wir haben immer Scherze gemacht, wir haben uns gut verstanden. Mhm. Ich meine, ich konnte nicht klagen. Wir haben öfters mal zusammen gespielt, ob es Playstation war oder wir saßen auch im Sommer bis 22:30 auf dem Balkon und haben Karten gezockt. Ja. Also ein gutes Verhältnis hatte ich zu meinem Sohn und irgendwie fehlt er mir jetzt auch. Das ist ja so ein Unglück und so eine Erschütterung. Das kann ja jemand, der selbst so etwas nicht erlebt hat, eigentlich gar nicht nachvollziehen. Wenn von heute auf morgen ein Kind
plötzlich weg ist. Also quasi von heute auf morgen. Es war ja, die Leidenszeit war ja nicht so lang im Krankenhaus. Hast du da so auch mit dem Schicksal gehadert und hast du gedacht, mein Gott, warum trifft mich das denn da? Warum ist das so? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja noch nicht genug bestraft worden. Ne? Ich meine, ich habe mit 13 meine eigene Mutter verloren. Da war ich selber erst 13. Mhm. Da ist meine Mutter am tragischen Autounfall gestorben. Mein Vater, der starb, da war ich 25. Da war ich gerade mit meinem ersten Sohn in Umständen. Mhm. Ja, mein Onkel, der starb dann 2 Jahre danach. Mhm. Also ich habe ziemlich viele Leute aus meiner Familie schon verloren. Mhm. Ne? Das ist alles so ein Schicksalsschlag für mich gewesen. Und jetzt ist der Größte da, wo ich mein Eigenfleisch und Blut verloren habe. Ne? Vor was hast du jetzt in der nächsten Zeit besondere Angst? Beispielsweise vor Weihnachten? Auch, ja. Weil da kommen da, ich denke mir, dann kommen 1000 Erinnerungen auf. Was haben wir letztes Jahr gemacht? Da saßen wir hier unter dem Baum, da habe ich ihm das geschenkt und so weiter. Ja, genau. Mhm. Das ist das, was mich ja auch bedrückt. Auch Geburtstage und so, wenn er Geburtstag hat. Ja. Weil das ist auch tragisch. Ne? Wann hat er Geburtstag? Er hatte schon Geburtstag, der hat am 27. September. Ach so. Was hast du da gemacht an dem Geburtstag? Da bin ich auf den Friedhof gegangen, haben dann 11 rote Rosen aufs Grab gestellt und noch einen anderen Blumenstrauß, haben Kerzen angezündet. Mhm. Weil was anderes bleibt mir ja jetzt nicht mehr übrig. Mhm. Ich meine, ich wäre ja auch noch froh, wenn ich ihn wenigstens ein Krankenhaus besuchen könnte, stattdessen auf dem Friedhof. Mhm. Mhm. Mir tut das sehr, 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 sehr leid, Helga, was du erzählst. Sehr, sehr leid. Ich möchte wirklich mein tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Und ich weiß, ich weiß, dass man letztendlich nicht wirklich helfen kann von außen. Man kann zuhören. Mhm. Aber ich finde, dass du schon ein paar Sachen gut selbst eingefädelt hast. Du hast gesagt, ich bin auf der Suche nach einem Arzt, der mir ein bisschen hilft, oder eine Ärztin. Und ich suche eine Stelle bei den verwaisten Eltern. Und du hast noch was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe den kleinen Jungen und habe die Verantwortung, für den zu tragen. Das heißt, es ist ja alles, trotz aller Traurigkeit, nach vorne gekehrt, dein Denken. Das finde ich gut. Das macht es auch, das nimmt ja nicht die Trauer und das Leid, aber ich finde es trotzdem gut, möchte ich sagen. Mhm. Wie lange wird das denn noch dauern, bis du mit den verwaisten Eltern da irgendwie einen Kontakt kriegst oder was da läuft? Tja, das weiß ich selber noch nicht. Ich warte ja immer noch auf einen Anruf, weil mich sollte einer anrufen, mir Bescheid sagen. Mhm. Weil bei uns in Lünen immer im Marienhospital soll es so etwas Ähnliches geben. Ja. Aber die konnten mir jetzt nichts Genaues sagen. Ja. Und da sollte ich mich hier bei dem Pastor melden. Und der hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet bei mir, um mir Bescheid zu geben, ob es da irgendwie im St. Marienhospital was gibt. So, dann würde ich nämlich erst mal sagen, dass du auch mit meiner Psychologin jetzt nochmal sprichst. Generell nochmal redest. Und die Elke soll sich auch mal schlau machen, wird sich schlau machen, dass du vielleicht eine andere Kontaktschiene bekommst zu den verwaisten Eltern, damit du da nicht so lange warten musst. Das kann doch nicht zugehen. Das glaube ich doch nicht, dass man da wochenlang warten muss. Mit Sicherheit wird es irgendwo bei dir in der Gegend eine Kontaktgruppe geben, bin ich ganz sicher. Ja. Jetzt machen wir das so, Helga. Du legst auf und die Elke ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche dir für das, was du dir da vorgenommen hast, dass du da ein bisschen vorankommst. Und dass die Trauer dich nicht zu sehr auffrisst. Und kümmere dich schön um deinen anderen kleinen Jungen. Ja, und danke erstmal. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Die Lana, 33 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lana. Hallo. Um was geht's bei dir? Also, ja, ich habe da ein kleines Problem. Ich habe mich neu verliebt und nach einer 10-jährigen Beziehung, der Mann auch in mich. Er ist aber noch verheiratet, lebt aber schon in Trennung. Bist du denn auch noch in deiner Beziehung? Nein, nein, nein. Nein. Nein, also ich bin in keiner Beziehung mehr gewesen. Mhm. Und, ja gut, die Trennung bei den beiden lief so lange gut, bis die Frau mitgekriegt hat, dass es dann eine neue gibt. Und jetzt ist da der kleine Terror angesagt. Fängt unsere E-Mails ab, macht den puren Terror daheim bei ihm, ruft mich an, schreibt mir E-Mails, wie ich ihr helfen soll. Ich soll ihr doch einen Rat geben, sie gönnt uns unser Glück, aber im Endeffekt doch nicht. Gibt also nur Terror, wenn man miteinander telefoniert und so weiter. Ist denn der Mann, wohnen die noch zusammen? Oder ja, ist schon noch, ja, weil wir sind auch gemeinsame Kinder da. Also sie haben sich schon 5 Monate vorher getrennt. Ja. Und so lang ging das alles auch ganz gut.
weiß bloß nicht, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll, wenn sie anruft. Ja, mit welchem Anliegen ruft sie zum Beispiel bei dir an? Ja, so nach dem Motto, wie soll ich damit umgehen? Sag mir doch, wie du das geschafft hast, als du dich getrennt hast. Mhm. Und von ihm weiß ich aber wieder andersrum, dass sie eben ihm die Vorwürfe macht. Und ja, du hast jemanden, ich habe niemanden. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, ich habe ja einfach dann gesagt, dass ich ihn nicht aufgeben werde, weil ich einfach nur das Gefühl habe, sie will uns so lange auf den Nerven rumtanzen, bis wir aufgeben. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht gut und nicht gesund, dass da eine Beziehung entsteht oder entstanden ist zwischen dir und der Frau. Ich finde, es wäre sicher ratsam, dieses vorsichtig oder auch weniger vorsichtig wieder zurückzufahren und einschlafen zu lassen. Weil das kann nur Komplikationen geben. Du kannst sie nicht gleichzeitig als Freundin oder als gute Bekannte haben und mit ihrem Mann dann zusammen sein. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Warum hast du dich denn überhaupt so auf diese Nähe, sage ich mal, eingelassen? Ja. Kennst du die Freundin von früher noch irgendwie? Ach Quatsch, gar nicht. Nein. Ich habe beide nicht von früher gekannt. Mhm. Wir haben uns einfach kennengelernt, er und ich verliebt und einfach festgestellt, dass das ja. Gottes Willen ist. Was ist denn seine Position zu der ganzen Sache? Was sagt der Mann? Ja, er möchte mit ihr dann auch wegen der Kinder allein schon ein freundschaftliches Verhältnis beibehalten. Ja. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn ihr miteinander telefoniert oder das nächste Mal oder dass du sie sogar anrufst und sagst, pass mal auf, ich glaube, es ist für uns alle drei nicht gut, wenn wir beide uns zu sehr annähern. Schlag doch einfach vor, dass ihr den Kontakt ganz unterbindet, dass ihr den ganz abweicht. Ja, ich rufe sie ganz bestimmt nicht an, aber sie mich. Gut, aber wenn sie das nächste Mal anruft, könntest du das doch sagen. Du hast ja bisher auch immer mitgemacht und hast dich mit ihr unterhalten. Mhm. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich auch nicht. Ich fühle mich dabei auch ziemlich schlecht. Ja. Weil ich kann dir nicht raten, mach das und das. Nein, du bist ja in einem völligen Loyalitätskonflikt dann auch mit deinem, es geht ja um deinen Mann und deinen Freund und deinen Geliebten. Ja. Das ist ja das. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Wenn du jetzt eine klare Linie gezogen hast und sagst, ich möchte mit der Frau eigentlich keinen Kontakt haben, das geht jetzt nicht, kann ich nicht. Ich habe nichts gegen dich persönlich, aber lass uns das bitte sein lassen, es funktioniert nicht. Ja, so. Sie tut mir aber auch so leid. Ja, gut, weil ich war vor kurzem in derselben Situation. Ja, Lana, aber gut, da musst du dann auch eine Grenze ziehen. Du kannst nicht ihre Freundin sein und dann gleichzeitig ihren Mann übernehmen. Das geht nicht. Ja, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ihn ihr weggenommen zu haben, verstehst du? Nein, natürlich nicht. Aber sie hatten sich getrennt. Natürlich, Mitleid hin und Mitleid her. Klar tut einem das dann leid. Aber das ist dann nicht deine Aufgabe, dich damit zu beschäftigen. Ich glaube auch nicht, auch bei allem Mitleid, dass du da wirklich helfen kannst. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl. Überhaupt nicht. Du verschlimmerst es. Du verschlimmerst es bei ihr, bei ihm, bei dir. So, und wenn du jetzt eine Grenze gezogen hast, dann ist das Problem bei ihm. Und dann muss er das lösen, wie er mit seiner Frau das richtig klug einfädelt, dass sie befreundet bleiben und dass alles geregelt ist für die Nachzeit dann. Mhm. Aber du musst dich da raushalten, finde ich. Will ich ja eigentlich auch. Das ist nicht mein Interesse. Ich habe auch ein sehr, sehr ungutes Gefühl dabei. Ja, aber dann sag es ihr auch beim nächsten Mal, wenn sie sich meldet oder wenn sie mailt oder weiß ich, was sie tut. Beides. Ja. Du kannst es ja, du musst es ja nicht aggressiv sagen. Du kannst es ja ganz sachlich sagen, dass du sagst, hier, pass auf, ich glaube, es ist für uns alle besser, wenn wir beide nicht mehr miteinander reden. Erstmal. Vielleicht später, wenn sich alles geregelt hat. Das kann ja sein, dass ihr sogar da auch einen ordentlichen Kontakt bekommt. Aber im Moment geht's nicht. Die Frau ist verletzt. Die leidet. Ja, Wellenquallen, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich, ja. Das ist ja das. Ich habe nur gedacht, Mensch, nach 5 Monaten, wenn sie sich schon so lange getrennt haben und es ging 5 Monate gut. Mhm. Ach, was sind 5 Monate? Wie lange sind die zusammen? Lang. Ja. Wie lang? 18 Jahre. Ja, das sind 5 Monate, gar nichts. Mhm. Lana, meine Sendung ist jetzt vorbei. Okay. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ist okay. Und hoffe, dass es euch gelingt, dass alles gut läuft. Mhm. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da, WDR Fernsehen und Radio 1 Live mit einer freien Themennacht, morgen auch.
Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und sag tschüss. Bis morgen.